Hallo meine Damen und Herren, willkommen im neuen Jahr 2023. Wir haben es geschafft, also alle hoffentlich unbeschadet natürlich ins neue Jahr hineinzurutschen. Ich weiß ja, der ein oder andere trinkt gerne ein bisschen mehr oder lässt es ordentlich krachen, was Feuerwerk angeht. Aber spätestens hier in den Kommentaren oder später im Stream oder gleich im Stream werde ich auch einmal durchzählen und gucken, ob jeder da ist, ne? Wenn man in die Nachrichten reinhört, das ist insane, was manche Leute treiben. Aber egal. Uns geht's allen gut. Schön, dass ihr da seid. So, Dölle. Winzige Neujahresansprache. Jetzt noch nichts Großartiges, einfach nur halt nochmal ein frohes neues Jahr jedem gewünscht. Kurzer Rückblick. Anfang letzten Jahres, da war, ich weiß auch nicht, also wenn ich jetzt da zurückdenke, ist es so ganz merkwürdig, weil wir sind vergangenes Jahr über das gesamte Jahr hinweg sehr gewachsen. Also wir haben vor allem auf Twitch gut zugelegt, wir haben auf YouTube gut zugelegt. Wir haben Partnerschaften rangeholt, die für mich Anfang letzten Jahres noch unmöglich erschienen und plötzlich sind sie da. Also es war wirklich ein extrem starkes Jahr. Und nicht nur, dass wir auch in Zahlen zugelegt haben, sondern wir haben eben auch an wirklich coolen Leuten zugelegt. Menschen, die dazugekommen sind und zum Beispiel in den Streams den Chat bevölkern oder eben mitspielen oder auch möglicherweise die ganze Geschichte unterstützen in Form von Designs, Artworks und so weiter. Natürlich auch in Form von Geld. Aber mir ist natürlich dieses zwischenmenschliche, meine Tochter ist vor der Tür, sehr, sehr wichtig. Gerade in den Streams merkt man das ja, und das bekomme ich auch immer wieder geschrieben, dass das den Leuten, die eben da sind, so gut gefällt, dass wir wie so eine kleine Family sind und halt einfach gemeinsam reindaddeln und uns gut verstehen. Klar geht es mal so ein bisschen Knausel, Zausel hier und dort, aber so insgesamt ist es einfach eine geile Community und vor allem immer eine geile Zeit, die man bei uns verbringen kann. Und das ist einfach nochmal um einiges angestiegen über das vergangene Jahr, gerade eben, weil auch so viele neue, richtig coole Leute rankamen. Und ich kann mir für dieses Jahr gar nicht arg viel mehr wünschen, gerade weil letztes Jahr so extrem gut lief und am Anfang nicht, meine Tochter singt vor der Tür, und am Anfang, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht gut aussah, aber wie gesagt, wenn ich jetzt ein Jahr zurückdenke, einfach jetzt an den 3.1., ich weiß nicht genau, wann meine Jahresansprache kam oder Jahresendsprache, als ich halt über das Alte gesprochen habe und über die Vorsätze fürs neue Jahr. Baby dahin! Ja, meine Tochter kann jetzt reden, also fast, richtig. Ja, und wie gesagt, es ist einfach geil. Ich habe also für dieses Jahr theoretisch keine Wünsche. Natürlich möchte man immer weiter wachsen, immer größer werden. Aber eben auch, ich sag mal, so ein kritisches Level gar nicht überschreiten. Also natürlich will man eben aus dem geschäftlichen Sinne heraus weiter wachsen, dass man das auch weiter betreiben kann, dass wenn mal irgendwie was ein bisschen einbricht, dass man dann noch genug als Backup hat. Aber so wie ich die Streams und auch YouTube führe, obwohl bei YouTube ist es nicht so schlimm, aber bei den Streams wäre es dann tatsächlich auch irgendwann haarig, wenn es, ich sag mal, zu viele wären oder werden. Aber so wie wir jetzt sind, finde ich schon sehr, sehr geil. Und ja, natürlich begrüßen wir jeden Neuen ganz herzlich. Aber wie meine Gedanken dazu sind, das sind Sachen, die ich ab und an gefragt werde, wenn wir mal irgendwie 1000 Zuschauer im Schnitt oder sowas haben, das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie ich mir das überhaupt, wie das überhaupt funktioniert dann. Ich bin mit euch im Chat, wir sind, was weiß ich, 60, 70, 80 Leute im Stream und schreiben vielleicht 30, 40 aktiv und ein paar andere noch so ein bisschen. Und wenn es dann 1000 sind und dann, was weiß ich, 100, 150, 200, 300 Leute aktiv im Chat schreiben, das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Aber gut, ich meine, das ist jetzt auch keine Sache, die in der nächsten Nähe irgendwie passiert. So wie es gerade läuft, finde ich sehr, sehr geil. Und auch so wie unser Wachstum ist, finde ich sehr gut. Es ist langsam, aber stetig und man kann sich darauf verlassen. Und das freut mich sehr. Ich mache mich jetzt auch gleich wieder ab, weil der Stream beginnt um 18 Uhr und ich muss noch ein paar Sachen vorbereiten. Morgen oder übermorgen sollte dann der normale Videorhythmus auch wieder starten. Wir wollen wieder gucken, ich sag wir, weil Sneasel ja feste mit an Bord ist als Cutter. Wir wollen gucken, dass wir jeden zweiten Tag ein Video bringen, sofern Content vorhanden ist. Ich mache YouTube jetzt halt auch schon seit, ja, jetzt fast 10 Jahren. Und gerade zu diesem einen Thema Counter-Strike ist es dann schwierig, sich halt nach 10 Jahren oder ich sag mal nach 6 sehr aktiven Jahren sich immer mehr aus den Fingern zu saugen. Sicherlich werden Updates kommen, Operations und neuer Content, über den man immer wieder schwätzen kann. Geil, geil, geil. Und ich möchte auch wieder andere Videoformen, die vor Jahren mal recht aktiv hier waren, wieder etwas aktiver bringen. Aber so alles in allem, ist das ein Wunsch, aber kein Muss. Ich schaue natürlich, dass ich was aufnehme, sobald ich irgendwas habe, sobald ich Content habe, der zur Verfügung steht. Und jeder zweite Tag wäre natürlich so ein richtig geiler Upload-Rhythmus. Das soll jetzt aber auch nicht irgendwie negativ klingen oder sowas. Einfach nur, womit ihr halt rechnen könnt, dass wir im besten Fall jeden zweiten Tag ein Video-Upload haben. Oder ich sage mal im schlimmsten Fall die Woche 2 bis 3 oder irgendwie so. Mal gucken. Weil wir letztes Jahr so schön gewachsen sind, wollen wir natürlich dieses Jahr auch wieder richtig raushauen. Also in Form von super-duper Giveaways mit tollen Events und so weiter und so fort. Also ganz viel Klimbim mit drumherum, den wir jetzt über das Jahr abfahren wollen und abfeiern wollen. Also seid gerne mit dabei.
die meisten Sachen werden Livestream-Events werden, also wie halt Tournaments und so weiter und so fort. Natürlich auch die großen Giveaways, aber auch hier auf YouTube wird es weiterhin Giveaways geben und auch ein paar kleine Events. So wie auch vor kurzem, ich glaube vor 3-4 Monaten, haben wir diese Challenge gemacht, bei der man einen Stickercraft machen sollte und der Beste hat dann Geld gewonnen. Solche Sachen möchte ich wieder machen und auch vor allem öfter, vermehrt machen. Nicht nur auf Crafts bezogen, sondern auch auf andere Dinge und dann jeweils immer halt einen gewissen Preis für den ersten Platz parat haben. Gerade durch die letzten beiden Partner, die hinzugekommen sind, und zwar Holy und Daddy Skins, habe ich die Möglichkeit, einfach nochmal deutlich mehr auch an euch rauszuhauen. Also in Form von Skins, aber eben auch in Form von Sachgeschenken, von echten Dingen, also von Probierpaketen, von Shakern und so weiter und so fort, von Holy. Solche Geschichten eben. Auch Twitch hat letztes Jahr diese Hype-Challenge gemacht und da bekommen wir auch bald noch Zeug, das müsste eigentlich bald ankommen, also Twitch-Merchandise, der hier zu mir kommt, den werde ich dann falls möglich unterschreiben und dann eben an euch raushauen. Solche Geschichten, ja, werden dieses Jahr dann kommen oder folgen. Und vor Holy und Daddy Skins kam auch eSportl mit dran als Partner, auf deren Seite ich sogar mittlerweile für die gesamte Dachgemeinschaft, also Deutschland, Schweiz und Austria, das Gesicht bin für den Super Donnerstag. Und gerade da haben wir eben die Möglichkeit für Tournaments und natürlich auch für Giveaways, wie zum Beispiel eSportl Premium, das euch wiederum verhilft, durch das einfache Spielen, durch das kostenlose Spielen, einfach Skins gedroppt zu bekommen. Zumal ihr auch selbst ohne Premium dort spielen könnt und vor allem mit dem Anti-Cheater auch keine Probleme mit Cheatern habt oder sehr, 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 sehr selten irgendwelche Cheater antrifft. Deutlich seltener als im Matchmaking. Alleine diese drei genannten Partner plus eben die Super Donnerstage, das ist insane, was dieses geschäftlich-partnerschaftliche anging, was letztes Jahr halt so passiert ist. Ja, ich mache mich jetzt direkt ab, weil jetzt ist schon 5 und ich muss das Video noch geschwind hochpimmeln und mich dann für den Stream ready machen und die Trades von letzter Woche noch fertig machen. Also von daher, danke fürs Zulauschen. Haut da rein, bis gleich im Stream. Kuss, Kommentare, Daumen nach oben oder geradeaus. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.